Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outlast. To make you believe. Ja, ich wollte ja die letzten Tage eigentlich Outlast hochladen, aber einige von euch haben das schon mitgekriegt. Also die Leute, die mich wirklich richtig extrem verfolgen, sag ich mal, die haben das schon mitgekriegt. Und zwar ist das so, dass ich eigentlich Outlast schon aufgenommen habe. Aber das ganz, ganz große Problem war, dass die Tonspur vom Spiel einfach viel zu laut war. Und ich meine wirklich zu laut. Also man hat im Grunde gar nichts gehört. Ich glaube, wir müssen jetzt aktuell in den Keller. Eigentlich möchte ich gar nicht in den Keller. Beziehungsweise, ja, ich habe Outlast eigentlich schon aufgenommen, aber die Tonspur war einfach so extrem laut, dass ich das Ganze nicht hochladen wollte. Also meine Stimme war extrem leise und die Tonspur von dem Spiel war so laut, man hat mich einfach gar nicht gehört. Außer ich habe vor Angst einfach geschrien. Und dann hat man mich aber auch nicht so extrem gehört. Und deswegen, ja, habe ich ein, oder wurde ich ein bisschen gespoilert im Grunde. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt den Weg ungefähr weiß. Ja gut, der war auch so offensichtlich, aber ich meine ein bisschen, ja, wie gesagt, wurde ich gespoilert und das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Ganze funktioniert. So funktioniert das. Okay, jetzt weiß ich wieder. Also, Leute, ich muss hier rüber und zwar ist das hier einfach mega dunkel und ich meine wirklich mega dunkel. Wir gehen auf jeden Fall erstmal in diesen Raum hier und gucken mal, wir müssen ja den Generator neu starten. Ich habe wirklich nicht viel mitgekriegt, also es wurde mir nicht viel gespoilert, aber wie gesagt, ein paar Sachen weiß ich jetzt leider schon. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade. Es ist wirklich, ja, es ist halt ärgerlich, ne? Und deswegen, nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt, wie gesagt, ein klein bisschen schon weiß. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, ich habe nicht viel mitgekriegt. Und zwar haben wir jetzt den Generator hier gestartet. Und ich hoffe, dass dieser Typ uns einfach nicht sieht. Weil, also letztes Mal habe ich die Tür zugemacht. Ich weiß natürlich nicht, wie das ist, ob sich das auswirkt, wenn ich die Tür jetzt auf habe. Also ich hatte sie ja jetzt auf. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Bitte, 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 bitte nicht. Oh mein Gott, habe ich Schiss gehabt gerade. Obwohl ich die Szene schon kannte. Ich habe, wie gesagt, eben die... Ich hatte halt die Tür nicht zugemacht. Deswegen ist das halt so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Halt ein Moment gewesen, wo ich dachte, der kriegt jetzt einfach unters Bett. Also, ich wusste das nicht. Also, hier müssen wir auf jeden Fall lang. Und... Oh, 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 wo müssen wir lang? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier rein oder so. Geh, mach die Tür zu. Mach einfach die Tür zu. Hier, und das Bett, und das Bett, und das Bett, und das Bett. Hoffentlich sieht er uns nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich handle auf jeden Fall komplett anders als in dem Tutorial, sei schon. Hier in dem Tutorial. Wie komme ich auf Tutorial? Ich meine, in dem, ja, wie soll ich sagen? In dem anderen Let's Play. Das heißt, ich werde sicherlich nicht unbedingt die gleichen Fehler machen, aber ich werde, wie gesagt, komplett anders handeln. Ich habe extrem Schiss, ne? Leute, ich habe extremste Angst. Ich will eigentlich gar nicht, dass der kommt. Ich habe so Angst. Und dann diese Musik. Diese Musik ist einfach so schlimm. Die ist einfach so schlimm. Ich mache mal ein bisschen lauter, damit ich auch ein bisschen was mitkriege. So. Okay, Leute, ich habe... Ob ich hier rausgehen soll? Ich habe richtig mega Angst. Ich möchte eigentlich gar nicht hier rausgehen, aber anscheinend kommt er nicht. Der kommt anscheinend nicht. Oder? Er lässt sich einfach extrem viel Zeit. Okay, ich gehe raus. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Okay, 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 okay. Der scheint an, also er scheint weggegangen zu sein. Genau weiß ich
jetzt immer noch nicht, was wir machen müssen. Ich muss erstmal wieder reinfinden. Also, wie gesagt, ein bisschen gespoilert. Minimal. Ich weiß aber, dass... Oh, habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört, Leute? Ich mach die Kamera lieber aus. Ich weiß aber, dass ich einen Fehler gemacht hatte, der wirklich extrem schlimm war. Und wo die mich auch erwischt haben. Und den Fehler mache ich jetzt natürlich nicht nochmal. Das ist natürlich... Wie gesagt, es ist sehr, sehr schade, dass das Let's Play einfach... ja, ich musste es in den Sand setzen einfach. Weil man hat einfach... Ich habe erst überlegt, lädst du es hoch? Weil die Reaktionen waren echt gut. Also die waren wirklich mega. Die waren richtig, 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 richtig gut. Die waren sogar besser als das von Sophie Curse und von Emily Want to Play. Also das waren richtig, richtig heftige... Emotionen, die da geplatzt sind. Und oh, ich hab Angst. Der Typ, Alter. Der Typ. Ne, und da waren richtig heftige Emotionen. Das finde ich natürlich sehr, sehr schade. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, wir möchten das trotzdem gerne sehen, dann würde ich vielleicht ein kleines Best-of daraus schneiden, wenn ihr da irgendwie Bock zu habt, und würde das Ganze auf Twitter oder so veröffentlichen. Und dann könnt ihr euch das natürlich nochmal angucken, beziehungsweise ich kann es auch in einem Livestream nochmal zeigen. Wenn euch das irgendwie interessiert oder so, kann ich das Ganze irgendwie nochmal hochladen, dass ihr privat das gucken könnt. Das heißt, ich kann es im Grunde hochladen und dann auf nicht gelistet stellen. Das heißt, wenn ihr euch das gerne angucken möchtet, dann könnt ihr das natürlich machen. Hier haben wir noch Batterien. Und irgendwie, wir müssen die Batterien wechseln. Das ist R. So. Ich habe aber mega Schiss. Obwohl ich, wie gesagt, den Part hier eigentlich schon kenne, habe ich trotzdem mega Schiss, Leute. Ich habe richtig mega Schiss. Was ist da eigentlich? Ist hier noch irgendwas? Sind hier irgendwie Batterien oder so? Das wäre nicht mega, wenn hier Batterien wären. Hier war ich zum Beispiel beim letzten Mal nicht. Das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool. Hier ist zu. Das bedeutet eigentlich nichts Gutes, wenn das zu ist, Leute. Es bedeutet nichts Gutes. Und... ja, ich werde hier einfach mal rübergehen. Wie gesagt, ich... Wenn ihr das... Oh, nein. Oh, oh, hau ab. Hau ab. Renn einfach um dein Leben. Renn um dein scheiß Leben. Renn um dein Leben. Renn, renn. Renn doch. Hüpf da hoch. Nein. Oh, nein. Dieser Typ. Nein. Mach den Generator an. Mach ihn an. Mach ihn an. Bitte, 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 bitte. Renn, nein. Oh, scheiße. Oh, nein. Nein. Renn einfach um dein Leben. Renn um dein scheiß Leben. Ohne Spaß, Leute. Nein. Oh, scheiße. Oh, nein, der sieht uns bestimmt. Oh, nein. Oh, nein. Seine pornonösen Füße, Alter. Oh, nein, der sieht uns bestimmt. Oh, er sieht uns nicht. Oh. Mein fucking Gottness. Oh Mann. Okay. Er scheint weg zu sein. Das heißt, wir können den Generator neu starten. Und jetzt schnell raus hier. Renn einfach. Renn. Renn um dein scheiß Leben. Renn um dein scheiß. Scheiß Leben! Mann! Oh. Puh! Obwohl ich das schon wusste, Leute, ohne Spaß, die reagieren immer anders. Die reagieren immer anders. Das finde ich gut an diesem Spiel, dass sie wirklich immer ein bisschen anders reagieren. Und ja, das ist wirklich... Es ist mega. Es ist wirklich geil, das Spiel. Es ist richtig, richtig gut. Und ja, hier sind jetzt die Sachen inzwischen geschlossen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie wissen wollt, wie das andere Let's Play war, dann, wie gesagt, lade ich das nochmal hoch, macht vielleicht auch ein kleines Best-of und lade es auf Twitter hoch oder wie auch immer. Einfach mal gucken. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr da wirklich Bock zu habt. Und dann würde ich sagen, gehe ich hier einfach erstmal an die Tastatur.
Das hatte eben einen kleinen Ruckler. Das sollte eigentlich nicht passieren. Och, Mann. Wisst ihr, dass ich diesen Priester hasse? Dass ich ihn richtig mega hasse? Oh, geh weg. Erstens, ich bin nicht dein Sohn. Zweitens, hast du so eine hässliche Hackfresse, das glaubst du gar nicht. Lass mich in Ruhe, Mann. What the fuck, was für ein Scheiß, Alter. Die arme Security. Sei schon, die arme SEK. Oh Mann, Alter. Oh, ich mag diesen Priester nicht, Leute. Ich mag diesen Priester nicht. Wohlgemerkt, das ist der Anfang und ich reg mich jetzt schon über die Priester auf. Den will ich nicht wissen, wie das mit den anderen Leuten ist. Da kommt ja noch dieser Doktor, soweit ich weiß. Wohlgemerkt, ich habe sonst keine Ahnung. Ich weiß nur, dass noch ein Doktor kommt und dass das auf jeden Fall der Endgegner ist, den ihr auch im Intro gesehen habt. Also das soll, soweit ich das weiß, der Endgegner sein. Und... Oh nein, wir sind in so einer Klapse. Och nein. Also wir sind sowieso schon in der Klapse, aber ich meine, wir sind hier in der richtigen Klapse. Alles schön aufnehmen, aufzeichnen. Kommen wir hier irgendwie raus oder so? Oh scheiße. Dieser scheiß Priester. Der ist einfach weg. Alles klar. Okay, Leute, damit würde ich sagen, beende ich die Folge einfach hier. Wir haben auf jeden Fall den Generator geschafft. Und nächstes Mal werden wir uns hier so ein bisschen in der Klapse weiter umgucken. Und ja, anscheinend sind hier sehr, sehr verrückte Leute. Ich werde einfach mal gucken, was hier noch passiert. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, gib doch einfach mal einen Daumen nach oben. Schreib mir unten in die Kommentare, ob du die andere Folge Outlast sehen möchtest. Und wenn du keine Folge Outlast mehr verpassen möchtest, kannst du hier unten abonnieren. Ciao, Leute!